Ja, willkommen meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zu unserer Veranstaltung Zukunftssicherung, was mittelständische Unternehmen tun können, um auch in Zukunft noch erfolgreich zu sein. Und da wollen wir in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mittelständische Unternehmen, Unternehmer darüber informieren, ja, welche Strategien, welche Methoden, welche Konzepte es gibt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu bewahren, um die Anpassungsfähigkeit zu verbessern, letztendlich um die Zukunft eines Unternehmens sicherzustellen. Sie kennen vielleicht die Unternehmerbank oder vielleicht kennen Sie sie auch nicht. In Kombination mit der Lohnkostenoptimierung gibt es ein sehr wirkungsvolles Instrument, das sehr erfolgreich seit Jahrzehnten schon in Großunternehmen, in Konzernen eingesetzt wird. Im Mittelstand aber nicht so sehr. Dort ist es noch nicht so bekannt. So langsam, denke ich, wollen wir das ändern. Und einer, der es ändern möchte, der steht jetzt schon neben mir. Ulrich von Spannenberg wird uns die beiden Modelle vorstellen. Er ist Mitinhaber der Dolbera Deutsche Online-Beratung GmbH und Co. KG. Er ist Fachbuchautor, er ist Wirtschaftsjournalist und er ist Unternehmensberater. Und er wird uns nun in das erste Thema einführen. Herzlich willkommen, Ulrich von Spannenberg. Meine Herren, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Trotz dieses Themas, das nicht im Mainstream liegt, aber nichtsdestotrotz ein wichtiges Thema ist und ich denke, in der Zukunft auch ein immer wichtigeres Thema wird. Warum? Thema Fachkräftemangel steht heutzutage ganz oben auf der Agenda eines jeden Unternehmers. Sie alle wissen, dass ein Unternehmer, der nicht eine gewisse Mitarbeiterelite hat, die über dem Durchschnitt seiner Wettbewerber liegt, der wird über kurz oder lang, egal wie gut seine Produkte sind, egal wie gut seine Dienstleistungen sind, er wird über kurz oder lang am Markt verlieren. Das heißt, einem Arbeitgeber muss es gelingen, ein Anreizsystem, ein System aufzubauen, das ihn attraktiver macht als Arbeitgeber in seiner Region, als Mitbewerber. Das ist das eine Thema, über das ich sprechen möchte. Und das andere Thema, durch die Hauptschlagader eines jeden Unternehmens fließt was? Geld. Ein Unternehmen, das nicht dauerhaft und in jeder Situation über ausreichende Liquidität verfügt, wird früher oder später ein Problem bekommen. Und wir reden nicht darüber, was heute, jetzt unmittelbar im Unternehmen stattfindet. Ich höre es häufig, ja, meinem Unternehmen geht's gut, Geldmangel haben wir überhaupt nicht. Wir reden hier über die Strategie, das heißt über 20, 30 Jahre und kein Unternehmer weiß heute, ob er nicht in 5 Jahren, in 10 Jahren auf der Sinuskurve seines Unternehmens oben ist oder unten ist. Und es ist immer gut zu wissen, egal was passiert in Zukunft, ich habe die Möglichkeit mir geschaffen, auf ein Reservepolster zugreifen zu können, finanzielles Reservepolster zugreifen zu können, das meine Wettbewerber möglicherweise in einer solchen Situation nicht zur Verfügung haben. Ganz am Anfang zu diesem Thema möchte ich ein Paradoxum auflösen. Rauchen gefährdet die Gesundheit, Sicherheit gefährdet ihr Vermögen. Sie wissen, oder jeder von Ihnen kennt die Formel von der sicheren Geldanlage. Seit 60 Jahren predigt uns die Finanzwirtschaft da draußen, oder dem normalen Menschen zumindest, legt euer Geld sicher an. Und die Deutschen neigen dazu, sogenannte sichere Geldanlagen zu suchen und möglichst zu finden. Und dann sage ich mal an dieser Stelle, es gibt keine sicheren Geldanlagen. Es hat sie nie gegeben und es wird sie niemals geben. Jede Form der Geldanlage, egal wo ich es hinbringe, hat ihre speziellen Risiken, trägt ihre speziellen Risiken in sich. Worum es mir geht, ist diese, sag jetzt mal, Werbelüge aufzulösen, praktisch ein Paradigma, das draußen vorherrscht, aufzulösen und ein neues Paradigma draußen zu implementieren. Und dieses neue Paradigma führt dann letztlich dazu, dass ein Unternehmen Instrumente gewinnt, mit denen es genau die Probleme, die wir gerade angesprochen haben, sprich Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung und ein sicheres Kapitalfundament auf Dauer sich aufzubauen, genau das können wir damit lösen. Banken, meine Herren, verdienen seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten im Grunde genommen, machen Milliarden Gewinne mit dem Geld anderer, aber nicht für andere.
für deren Kunden. Und man kann es jeden Tag nachlesen. Ich habe jetzt nur mal hier vom 29.08.2014 eine Anzeige rausgegriffen, dass hier die Volks- und Raiffeisenbanken Milliardengewinne machen. Das kann man nachlesen für alle Bankensysteme der Welt. In den USA kann man jeden Tag nachlesen. Da werden wieder Billionen Umsätze und Gewinne gemacht. Meine Herren, aber nicht für deren Kunden. Da kommt nichts oder wenig davon an, sondern diese Gewinne, die mit dem Geld anderer gemacht werden, verbleiben in den Bilanzen der Versicherungen, verbleiben in den Bilanzen der Banken. Und davon wollen wir weg. Und ich habe mir vor ein paar Jahren die Aufgabe gestellt, es muss doch Möglichkeiten geben, und das ist, denke ich, auch eine sozialpolitische Aufgabe, ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe und Herausforderung für jeden Unternehmer heute. Es muss doch Möglichkeiten geben, dass das Geld, das ich irgendwo mit dem Schweiße meines Angesichtes erarbeite, mit meinen Händen, mit meinem Know-how erarbeite, dass ich dieses Geld, was ich dann als Gewinn verzeichnet habe, dann anschließend auch so anzulegen, dass daraus weiter Gewinn sich entwickeln kann. Heute ist es in der Regel so, Sie arbeiten für Ihr Geld, der Unternehmer arbeitet für sein Geld, bringt es dann zu seiner Sparkasse, bringt es dann zu seiner Raiffeisenbank. Und wenn man dann 10 Jahre später mal hinschaut, was aus seinem schwer erarbeiteten Geld geworden ist, dann kann man feststellen, kann man konstatieren, es hat sich halbiert. Nicht nominal, aber real. Und das ist natürlich eine Situation, die äußerst unbefriedigend ist. Und wenn wir gerade gesehen haben, das Geld wird ja nicht weniger, sondern nur auf meinem Konto. Und die Bilanzen der großen Konzerne werden voller, Finanzkonzerne werden voller, dann ist das unbefriedigend. Aus dieser Situation heraus habe ich ein System entwickelt, das es in Deutschland in dieser Form nicht noch einmal gibt. Definitiv. Das heißt nicht, dass es einzelne Bausteine dieses Systems draußen nicht gibt. Die gibt es, gar keine Frage. Aber in der Kombination, wie ich es Ihnen jetzt vorstellen möchte, gibt es das draußen am Markt nicht nochmal. Das ist nämlich die von Herrn Jenes angesprochene Unternehmerbank. Das ist das Lohnkostenmanagement und das ist, wenn man es denn möchte, das Liquiditätsmanagement eines Unternehmens. Und alle drei Bausteine ergänzen sich, wenn sie richtig zusammengefügt werden, so zu einem Ganzen, dass sich in ihrer Wirkung, die einzelnen Bausteine sich in ihrer Wirkung gegenseitig potenzieren. Und das ist das System.